Nordic Walking. 1-2 im Sauseschritt. Die Stöcke fliegen. Ich fliege mit Jumps und meisterlichen Doppelstockschüben flüge ich durch die Außenbezirke Berlins. Meine Arme laden so weit aus, dass Albatrosse vor Neid ablassen würden, wären sie nicht ohnehin schon fahrlos. Neid bemerke ich in den Gesichtern, die ich achtlos links und rechts meiner Bahn zurücklasse. Ich weiß genau, was die denken. Zerrissen von ihrer eigenen Missgunst meine ich sie tuscheln zu hören, wo ich denn meine Ski gelassen hätte. Warum ich denn ohne diese rumlaufen würde? Ignorantes Fußgängerpack. Von wegen rumlaufen. Nordic Walken bedarf eines höchsten Maßes an navigatorischen Können. Taucht auf der Bahn zum Beispiel in 10 Meter Entfernung ein Hundehaufen auf, dann sind alle Sinne gefordert. Entfernung abschätzen, durch die exakte Schrittlänge teilen, die Auftreffwahrscheinlichkeit berechnen und das alles in Bruchteilen von Sekunden. Bei einer Auftreffwahrscheinlichkeit höher 70% sofort Ausweichkurs berechnen, sanft aber schnell auf diesen einschränken und nur ja nicht aus dem Takt kommen oder was noch schlimmer wäre, die Geschwindigkeit verringern. Null Tempo gilt nur an roten Ampeln, aber ohne den Schrittrhythmus zu ändern. Mögen diese Ignoranten doch behaupten, das sehe so aus, als wäre ein Aufziehhase gegen eine Wand gelaufen. Was juckt mich das? Mit Schrecken denke ich an das Frühjahr, als die Krötenwanderung war. Diese dummen Tiere sind ja total unberechenbar und entziehen sich jeglicher korrekter Kursberechnung. In solchen Fällen kann die Devise nur lauten, Augen zu und durch den Lurch. Was sich da anschließend an Lurchigem aus meinen Profilsohlen rauskulte, gab dem Begriff Salamanderschuh eine völlig neue Bedeutung. Aber heute war alles perfekt. An der Buswendeschleife biegen zwei Mitwalker auf meine Bahn ab und fehlen sich ein. Ein kurzes Kopfnicken reicht als Begrüßung, denn nun kommt die Zeremonie der Synchronisation der Bewegung. Wie bei Musikern in einem Orchester wird der Takt übernommen. Und nun stampfen 6 Füße und starksen 6 Stöcke wie die Kolben eines Schiffsdiesels. 1-2, 1-2. Es ist ein sehr erhabener Moment. Und es gibt uns den Habitus einer Marschkolonne. Wenn jetzt einer mit einem Marschlied begonnen hätte, wer weiß, ob wir rechtzeitig vor dem Moral zu stoppen gewesen wären. An der Weggabelung verlasse ich die Formation, flippe kurz mit den Flügeln im Kopf und schwenke zur Siedlung, wo mein Reihenhaus nebst Inhalt auf mich wartet. Stöcke an die Wand, Jacke aus, durchatmen. Müde, aber glücklich sinke ich in meinen Fernsehsitz. Schatz, kannst du mir bitte mal ein Bier holen? Stundenlang durch die Gegend rennen und nun will der Herr auch noch bedient werden, schlägt es mir aus dem Badezimmer entgegen. Hol es dir selber, ich mache jetzt die Waschmaschine. Ich tue so, als hätte ich das Wort Rennen nicht gehört. Sie wird das nie begreifen, dabei habe ich es ihr so oft erklärt, dass ich walke, wenn ich renne. Ich stemme mich wieder aus dem gemütlichen Sessel empor und bevor ich den ersten Schritt mache, zucken meine Hände Richtung Stöcke, die verführerisch an der Wand lehnen. Ich halte kurz inne. Widerstehe dem Zwang, lasse sie dort stehen, wo sie sind und gehe barhändig in die Küche. Hier wird mich ja keiner so sehen.